Miles & Pay bringt euch Meilenersparnis bis zu 12,5%. Die Hon-Meilen-Aktion respektive die doppelten Senator-Statusmeilen laufen aus. Im Juni noch ein kleiner Reminder. Und last but not least, der Miles & More Discount Pass ist wieder im Rennen. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Damit ihr keine Folge mehr verpasst in eurer täglichen Dosis von Meilen, Punkten, Status, aber auch Aviation News, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, Abonnierbefehl als Stichwort und ganz, ganz wichtig, macht die Glocke an, damit ihr auch eine Nachricht bekommt. Unten kommentieren und natürlich den Beitrag liken, das ist für uns das Sahnehäubchen. Danke dafür. Kurze Erinnerung nochmal an die Stammtische, ich mache das jetzt, bis wir Stammtische haben. Wir haben in Berlin, München und in Hamburg ist es Stammtisch. Unten seht ihr die Termine und den WhatsApp-Link, wo ihr euch anmeldet. Das erste Thema bei den Meilen-Highlights im Juni ist Miles & Pay. Das ist quasi das Highlight des Monats. Was ist Miles & Pay? Das ist eine Kampagne, wo man, wenn man eine Miles & More Kreditkarte hat, die Meilen beim Bezahlen einlöst. Und man bekommt dann bei allen Umsätzen über 12,5% Meilenersparnis. Man kann das machen bei Hotels, bei Mietwagen und überall, wo Mastercard gemacht wird. Der Mindestumsatz, den ihr machen müsst mit einer Karte, sind 2.800 Punkte. Das Angebot gilt nur für Beträge, die anteilig oder vollständig mit Meilen beglichen werden. Und die Aktion läuft vom 1. Juni bis zum 31. Juli. Meilenschnäppchen, das ist das, warum ihr ja auch schaut. Das ist etwas, was ja ein fester Bestandteil geworden ist von unseren Meilen-Highlights, immer am 1. des Monats. Die Meilen-Schnäppchen diesmal in der Business Class, einige Teaser, das wäre Birmingham, Montreal, aber auch Mexiko. Da sind es 25.000 Meilen nach Birmingham, 55.000 Meilen nach Montreal und 60.000 Meilen nach Mexiko. Die Buchungszeiträume, wie immer, sind 1.6. bis 30.6. Die Reisezeiträume unterscheiden sich ein bisschen. 15.7. bis 30.8. für die europäische Kurzstrecke. Für die Langstrecken sind das dann immer andere Zeiträume. Das ist dann der 15. September bis zum 31. Oktober. Ich schiele da immer aufs Blatt, damit ich euch nichts Falsches sage. Economy Class gibt es auch zwei Teaser-Angebote. Interessanterweise Dallas und natürlich Dresden, Helsinki, Sofia, Tallinn oder Brüssel in der Economy Class für 15.000 Punkte. Hier ist das mit dem Einlösezeitraum identisch 15.07. bis zum 31.08. Ich weiß gar nicht, warum 31.08. Hat ja 31 Tage der August. Und Dallas 15.09. bis zum 31.10. Und da gibt es das Ganze schon für 30.000 Meilen. Wichtig ist natürlich hier ganz klar, denkt dran, rechtzeitig zu buchen, weil die Verfügbarkeiten erfahrungsgemäß speziell sind. Und natürlich ganz, ganz wichtig, Hin- und Rückflug. Und kommentiert, welchen Flug ihr gebucht habt. Eine Maßnahme, die ich letztes Jahr sehr toll, war es letztes oder vorletztes Jahr? Ich habe das sogar im Dezember 2020 gebucht. Das war dieser Miles & More Discount Pass. Der Miles & More Discount Pass, für alle, die nicht wissen, was es ist, ist ein Rabatt von 10% oder 20%, je nachdem, welchen Pass man kauft. Man bekommt 10% Rabatt für 149 Euro oder 30.000 Meilen. Dann könnt ihr 20% Rabatt bekommen für 349 Euro oder 70.000 Meilen. Ich habe da schon die Fragen von euch im Gehörgang. Soll ich meine Punkte nehmen? Entschuldigung, Geld nehmen, meine Punkte nicht nehmen. Ganz wichtig. Also, dass die Frage nicht kommt, bezahlt das Geld. Und dann sagt ihr, soll ich die 10 oder die 20% nehmen? Meine ehrliche Antwort ist, rechnet doch einfach mal aus. Die Karte mit 10% lohnt sich bei 1.490 Euro, weil es 10% sind und ab da fangt ihr an zu sparen. Wenn ihr aber 20% bekommt und bezahlt 349 Euro, dann könnt ihr ausrechnen, wann ihr dann anfangt zu sparen. Weil wenn 349 Euro 20% sind, dann könnt ihr das ja ganz schnell ausrechnen. Also insofern, es lohnt sich die 20%, die 10% sind nicht wirklich interessant, weil ihr die wesentlich schneller einholt. Also sind, glaube ich, 300, 400 Euro mehr, die ihr ausgeben müsst und dann hat sich die Karte
für euch gelohnt und gerechnet schon. Wichtig ist auch hier, die Bedingungen zu kennen. Die Bedingung sind, die gilt für alle innereuropäischen Flüge, außer innerhalb der Schweiz und innerhalb Österreichs und für die gesamte Lufthansa-Gruppe, außer Eurowings, wenn ich das richtig im Kopf habe, ganz genau. Heißt also, gilt für alle, die in den 27 EU-Staaten leben oder aber die in der Schweiz sind. Was gibt es noch zu sagen? Gibt auch für internationale Flüge, die bei Edelweiss oder Edolomiti, also mit einer LHLX oder Austrian-Nummer, bedient werden. Roundtrips, 3 Tage müssen dazwischen sein, Aufenthalt, Insider-Tipp, über Kreuz buchen. Economy Light ist natürlich nicht davon betroffen. Wer will denn jetzt überhaupt noch in Economy Light fliegen, wenn der Sitzplatz nicht mehr dabei ist, oder? Kleiner Scherz. Und dann wird das Ganze auch über eine eigene Webseite abgewickelt. Das ist die milesandmore-discountpass.com. Ganz wichtig. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Gibt eine eigene Rufnummer und gilt halt wirklich nur bei Lufthansa, Swiss und Austrian und dann die Ausnahmen von der Edelweiss und der Dolomiti. Das nächste Thema, das ist die Aktion. Und zwar ist das die Aktion 2000 Status und Honzöcke mein zusätzlich für internationale Flüge pro Segment, egal ob ihr in der Economy, Premium Economy, Business oder First Class fliegt. Registrierung ist nicht erforderlich, gilt auf allen Flügen der Lufthansa-Gruppe. Insider-Tipp hier, Teneriffa anschauen. Wer weiß, was ich meine, kommentiert unten. Wer Fragen hat, kommentiert unten auch. Ansonsten die doppelten Status- und Honzöcke meinen, die gelten halt nur noch bis zum 30.06. diesen Jahres. Lass uns überraschen, ob die Lufthansa da eventuell eine Verlängerung reingeht, weil einige Fluggesellschaften haben ja verlängert, aber der Lufthansa geht es anscheinend sehr gut. Ja, ich weiß es auch nicht. Wir sind schon bei 7 Minuten. Das ist also zumindest nehme ich seit 7 Minuten auf. Ich weiß gar nicht, wie lange ihr jetzt schaut. Das nächste sind die Top-Angebote zum Meilen-Sammeln. Bis zu 50-fache oder 10-fache Prämienmeilen bei ausgewählten Partnern könnt ihr sammeln. Im Juni erhalten die Miles & More Teilnehmer bei Disney Plus beim Streamingdienst 1200 Meilen für das Monatsabo oder 2500 für das Jahresabo. Wer einen VPN braucht, ich nutze bei VPN auch regelmäßig, weil wenn ich im Ausland bin, von Finnland aus zum Beispiel, wenn man deutsche Sachen sehen möchte, die dann hinter der Geofence liegen, die muss man schauen. Oder wenn man amerikanische Folgen sieht, da gibt es jetzt ein Angebot, mein NordVPN, die schließen in meinen Augen bei irgendwelchen Tests nicht schlecht ab. Ich selber benutze was anderes. Da gibt es 30-fache Meilen, nur am 18.19.06. gibt es dann sogar 50-fache Meilen. Bis 3250 Meilen bei Bild Plus für das Jahresabo. Das Monatsabo gibt es für 500. Also wer Bild Plus haben will. 10-fach Meilen gibt es bei Letvans, Ray-Ban, Moschino, Christ und Kiehl's. Also wer da einkaufen will, sollte dran denken. 8-fache Meilen gibt es beim Herrenausstatter, dann bei 24S, Schleich, Winzeri und Vista Print. Ein alter Bekannter und auch einer der, ich denke, ist vielleicht sogar der größte Kunde bei Miles & More, ist A Small World. A Small World ist eine Community, die die Prestige-Mitgliedschaft betreiben. Und diese Mitgliedschaft hat als Benefit, wenn man der Community beitragen will, für 5.200 Euro 300.000 Meilen. Wer bis zum 31.07. diese Prestige-Mitgliedschaft abschließt, die ein Jahr gilt. Man bekommt besonderen Status bei ausgewählten Hotels, Autovermietung, aber auch Zugang zu mehr als 970 Airport-Lounges mit dem Dragon Pass und den Zugang zur exklusiven A Small World Community. Wenn ihr bei A Small World was gemacht habt, könnt ihr unten kommentieren. Ich persönlich kann dazu nichts sagen. Ich war bei Small World nie Kunde. Ich höre gemischte Sachen. Die einen lieben es, die anderen mögen es nicht so. Aber es ist halt ein schneller Weg, an eine große Menge an Meilen zu kommen. Das Angebot war schon mal besser. Also insofern, wenn ihr es für die Meilen macht, könnt ihr noch warten. Manchmal gibt es nämlich noch mehr. Amazon, 3-fache Meilen. Amazon ist ja auch mittlerweile ein Partner, der permanent da ist. Da gibt es 3-fache Prämienmeilen bei Elektronik, Computer, Bekleidung, Schuhen, Schmuck und Accessoires. Ja, ganz genau. Beim Kauf von
Amazon-Geräten bekommen Neukunden einmalig 2000 Prämien. Wir hatten die Frage ja schon mal gestellt, wer bei Amazon noch kein Kunde ist. Bin belehrt worden, dass es Leute gibt. Dann für die monatlichen Gesamteinkauf ab 500 Euro gibt es zusätzlich 500 ab 500 Euro doppelte Meilen. So ist es richtig. Aktionszeitraum auch hier wieder 1.6. bis 30.6. Wer von euch ein kluger Kopf sein möchte, ich glaube, so war die FAZ-Werbung, der kann bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die gründlich recherchierten Fakten, präzisen Analysen, klug geschriebenen Kommentare und so weiter lesen und kann dann mit einem F-Plus-Abo und der Digitalausgabe spannende Lesemomente generieren und 39.000 Meilen bekommen. Der ganze Spaß kostet, es steht kein Preis dabei. Gucke ich mal, ob ich schon Infos kriege, wenn ich auf den Link klicke. Und siehe da, es lädt, die gesuchte Seite wurde nicht gefunden. Ich nehme es natürlich für euch vorher auf, aber nichtsdestotrotz wäre der Preis interessant. Also 12 Monate Abo auf jeden Fall und 39.000 Punkte, das sind die Fakten, die ich euch nennen könnte. Dann gibt es noch ein interessantes Benefit, was wir ja normalerweise am Ende des Jahres haben, das kommt jetzt. Payback. Payback-Punkte umwandeln und 25% mehr Meilen bekommen. Miles & More Teilnehmer können im Juni ganz einfach Payback.de manuell Payback-Punkte im Verhältnis 1:1 umwandeln. Ab 4.000 umgewandelte Punkte gibt es 25% Bonus extra. Und das Angebot ist erstmals nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich erhältlich. Aktionszeitraum 1.6. bis 30.6. Weitere Infos natürlich bei payback.de oder payback.at. Kaum ist Mario nicht dabei bei der heutigen Folge, muss ich natürlich sagen, sind die Angebote weniger. Ich finde die Meilenschnäppchen mit zweimal USA prickelnd. Ihr könnt unten kommentieren, könnt auch dazu schreiben, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt. Und ganz, ganz wichtig, und das ist etwas, was ihr im Hinterkopf behalten solltet, abonniert den Kanal, macht die Glocke an und lasst uns ein Like dafür den heutigen Beitrag. Und denkt daran, nur wer kommentiert, wird von mir eine Antwort bekommen. Oder schreibt mir auf WhatsApp. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei den Meilen-Highlights mit dem Frequent Traveler TV Takeoff-Format hier aus unserem Studio. Ich arbeite an der hinteren Kabelwand noch ein bisschen dran. IKEA ist heute auf dem Zettel, aber ich wollte das Video heute für euch fertig machen, damit ihr es morgen, also quasi heute am 1. direkt pünktlich in der Timeline habt. Also, bis dann, danke und heute keine Fernbedienung, heute habe ich das einfach übers Handy gemacht, dass ich die Kamera ausstelle. Bis dann, ciao.